Wusstest du, die Fixies sind klitzekleine Wesen? Sogar mit einer Lupe sind sie fast nicht zu sehen. Es ist fast nicht zu glauben, sie sind so winzig klein. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Der Ventilator. Überhol ihn links. Gib Gas. Und jetzt nach rechts. Pass auf, die Wand. Halt auf die Bremse. Warum hast du nicht gebremst? Er hatte einfach Angst. Was meinst du mit einfach Angst? Ich hatte was im Auge. Ja, ja, du Rennprofi. Ich bin dran. Komm, ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Oh, was ist mit dem Computer los? Ah, er macht mir schon länger Schwierigkeiten. Er geht von alleine aus. Es ist nichts Schlimmes. Ich mache ihn einfach wieder an. Das gefällt mir gar nicht. Komm, Nolik, wir gehen mal rein und schauen nach. Maschinen können genau wie Menschen mal krank werden. Sie können hohes Fieber bekommen und sogar husten und niesen. Und wenn Maschinen oder Geräte ernsthaft krank werden, dann kann es manchmal zu spät sein, sie überhaupt zu reparieren. Wäre es dann nicht besser, wenn wir sie von vornherein davor schützen könnten, krank zu werden? Jedermann weiß, dass Leute, die sich um ihre Gesundheit kümmern, seltener kränkeln und länger leben. Genauso ist's bei Maschinen. Maschinen gehen viel seltener kaputt und leben länger, wenn sie ordentlich behandelt werden. Deswegen müssen Maschinen von Zeit zu Zeit geprüft, gesäubert und geölt werden. Und das wird präventive Instandhaltung genannt. Und präventive Instandhaltung sollte demnach von Menschen und Fixies immer bedacht werden. Oh, was ist das? Was ist was? Kannst du das hören? Da ist jemand drinnen. Das ist wahrscheinlich nur der Fixifresser. Er lebt. Was meinst du mit Fixifresser? Wusstest du nicht, dass in einigen Geräten ganz schreckliche Monster leben? Sie greifen Fixies an und fressen sie auf. Und je kleiner die Fixies sind, desto lieber möchte das Fixie-Monster sie fressen. Und weshalb hast du mir nie irgendetwas über Fixifresser erzählt? Ich wollte nicht, dass du dich fürchtest! Ah! Okay, Angsthäschen, komm weiter! Ah! Oh. Simka? Wo bist du? Und obwohl ein Ventilator nichts weiter ist als eine kleine Maschine mit einem Propeller, würde der Computer ohne ihn nicht laufen. Er hat die wichtige Aufgabe, all die anderen Teile zu kühlen, wenn sie heiß werden. Er kühlt das Innere eines Computers, indem er Luft verströmt. Falls der Ventilator aber schmutzig wird und nicht mehr geht, dann könnte der Computer überhitzen und ausgehen. Oder einfach kaputt gehen. Computer abschalten. Warum? Ich sag's dir später. Das wäre geschafft. Jetzt müssen wir ihn noch ölen. Lass mich mal. Okay. Schon geölt. Deine Nase auch. Tom, Tom.
Fixifressers. Aber Angst hatte ich keine. Und ich bin rein in den Kampf. Und Simka? Oh, die hat sich irgendwo versteckt. Mädchen sind von Natur aus feige. Also habe ich das Monster ganz allein bekämpft. Ah! Oh, das war wohl ein Beispiel dafür, wie feige Mädchen sich verstecken, wenn sie Angst kriegen.